Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Hey Leute, es geht weiter. Frei nach dem Motto, ich habe gerade viel zu viele Projekte laufen, werden wir heute Indy mal zu Ende führen und uns ansehen, wie Atlantis eigentlich von innen mal aussieht. Wir sind, nachdem ich euch gezeigt habe, wie die drei Wege insgesamt aussehen, jetzt wieder mit Sophia im Teamweg hier angekommen. Ich werde dazu gleich noch ein bisschen was erzählen, wie es bei den anderen beiden Wegen aussieht, aber die Unterschiede sind jetzt nicht mehr so riesig. Aber wir sollten jetzt gleich mal loslegen. Ich will vorher nur noch mal Sophias liebliche Stimme hören. Sophia? What? Ja, das war bitter nötig. Ah, Sekunde, das Spiel war ein bisschen zu laut eingestellt. Nothing, just wanted to make sure you're okay. That's sweet of you, Jones. I'm right here. Okay, das war wohl eine der wenigen Dialogoptionen, wo sie nicht sofort ausflippt. Ich wollte eigentlich gerade nur das Spiel, beziehungsweise den Systemsound auf 50% stellen, aber noch auf 70%, aber gut. Dass Sophia auch mal was Nettes sagt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Sophia? What? Dann wollen wir das doch gleich mal ändern. Glaubst du wirklich, wir haben Atlantis gefunden? Do you think we really found Atlantis? I guess so, I just didn't think it would be so dark. Was hast du erwartet? Dass hier überall Straßenlaternen stehen? Ich meine, das Reich ist untergegangen, nicht, Sophia? What? Wenn hier noch Leute leben würden, hätten sie sicherlich ihre Stromrechnung bezahlt. Ziemlich dunkel hier, wie du schon gesagt hast. Gee, it's dark. Don't get any ideas, Buster. There must be a torch or something we can use. Dass du immer direkt das Schlechteste von uns denkst. Na gut, aber sie hat recht, wir müssen in die Dunkelheit voranschreiten. Genau wie unser Ausflug in die Wüste, wo wir die ziemlich dunkle Ausgrabungsstätte gefunden haben, haben wir wieder unseren Berührebefehl und dürfen uns durch die Dunkelheit tasten. Was in dem Part hier ein ganz bisschen nervig ist, solange ich noch nicht genug sehen kann. Ich muss meine Augen gerade auch ein bisschen anstrengen. Denn wir müssen hier etwas finden, ein Holzding, genau das brauche ich. It feels like a ladder. Yep, und die Leiter brauche ich nämlich dringend. Aha. Sehr gut, denn ohne die Leiter können wir hier... Get your hands off me, Jones. Jones? Hey, you're not Jones. Help, Indy! Indy! Sophia? Wer hat's gedacht, Sophia wurde schon wieder entführt. Na gut, dazu kommen wir gleich. Ich muss erstmal hier drin ein bisschen Licht anmachen. It feels like a steep, rocky incline. Und dazu müssen wir da hoch. Deswegen nehmen wir die Leiter und stellen sie gegen diesen steilen Anstieg. The ladder is in place. Gehen eine Etage höher und finden hier oben mehrere Sachen zum Untersuchen, unter anderem ein Steinding. It feels like a stone box. Also ich fand Stein-Ding klang sympathischer. Na gut, eine Kiste aus Stein, eine Steinschachtel, wobei Schachtel ein bisschen zerbrechlich klingt, na okay. Öffnen wir It's sie. Open. Dort drin finden wir einen Metallstab. It's a metal rod with an opening on one end. Den brauchen wir. Denn das ist sozusagen... I can't pick that up. Ach verdammt, das habe ich daneben geklickt. Metallstab wollte ich haben, dankeschön. Das ist das Äquivalent zu unserer normalen Abenteuerfackel, nur in atlantischer Variante. Denn wenn wir so frei sind und da eine Orikalkumperle hineinwerfen in diesen Metallstab, dann leuchtet er auf. Sophia, where are you? Kerner must have grabbed her somehow. Ja, was sehr viel Sinn macht, genau das wollte ich nämlich noch ansprechen. Es macht schon Sinn, dass sie sich Sophia geschnappt haben, um weiter hier das Labyrinth zu erkunden, was noch kommen wird. Aber zweierlei Sachen. Zum einen, wie sie es geschafft haben, in der Dunkelheit durch diese Tür da durchzukommen, denn wir müssen gleich nochmal die Steinscheiben ausrichten an dieser Spindel hier drüben, und das in der Dunkelheit zu machen, mit hier alle Knöpfe finden und so weiter, ein bisschen schwierig. Plus die Tatsache, dass wir hier von Nazis reden, die in der Regel etwas gegen den lieben Dr. Jones haben. Das heißt, wenn sie in der Dunkelheit Sophia gefunden haben, und um sie mitzuzerren, hätten sie uns auch gleich eins von hinten überbraten können und uns verstrickt irgendwo ins Labyrinth mitschleppen können, um uns nachher zu erschießen.
hätte wesentlich mehr Sinn gemacht in meinen Augen. Aber gut, das ist jetzt Kleinkarierterei. Es ist natürlich so, dass wir weiterspielen müssen, von daher ist der gute Doktor immer noch da. Der Anfang des atlantischen Untergrunds hier wird natürlich auf dreierlei Wege erreicht. Zum einen über den Teamweg, indem wir mit dem U-Boot hier ankommen, was wir ja sozusagen gekapert haben, ohne dass die Leute es mitbekommen haben. Auf dem, was war es nochmal, der Solo-Rätselweg? Da sind wir ja untergetaucht, glaube ich. Nee, der Solo-Rätselweg, da sind wir, glaube ich, mit der Untergrundbahn durch dieses eingestürzte Mäuerchen eingedrungen. Und auf dem Actionweg wären wir mit dem Taucheranzug ebenfalls hier aus dem Wasser gekommen. Im Endeffekt macht es gar keinen Unterschied, auf welchem der drei Wege man hier ankommt, da die Ausgangssituation fast identisch ist. Der einzige Unterschied ist jetzt im Teamweg nur gewesen, dass wir Sophia dabei hatten und sie vor unseren Augen entführt wird. Wohingegen es bei den anderen beiden Wegen einfach so ist, dass es offscreen passiert ist und sie schon mitten im Labyrinth drinsteckt, wenn wir hier ankommen. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Gut, wir wollen weiter und wir müssen da rein durch diese Tür. It's a heavy bronze door. Und das machen wir natürlich auf die übliche Art, nämlich mit Hilfe einer großen Spindel, wo wir unsere Steine drauf packen können. It looks like a spindle for the stone desks. Die wahrscheinlich diese Wächterstatue aktivieren würde. It's a statue. Danke, Sherlock, habe ich nicht gedacht. Gut, dann wollen wir doch mal das übliche Prozedere abfahren und unsere Steine platzieren sowie aktivieren. Zacka. Benutzen. So, was war das nochmal? Bei Nacht der Vollmond. Ups, jetzt habe ich einen zu weit gedreht, verdammt. Minimales Klicken hier. So, Vollmond in der Stadt. I didn't seem to do anything. Das ist eigentlich unsere übliche Kombination. Lesen wir nochmal im Tagebuch nach, ob ich nichts falsch eingegeben habe. Ach ja, schau an. Im Dialog. So, wo war das nochmal? Hier war's. Sonnenstein, wenn Dunkelheit die Hörner umgab. Nacht. Große Kolonie, der Vollmond und dazu noch der Weltstein, der die Stadt erleuchtet. Jetzt kommt der entscheidende Hinweis, der wirklich nur zwei Zeilen lang ist und im Deutschen meiner Meinung nach nicht gut übersetzt ist. Nur die Andersgesinnten kamen rein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es wortwörtlich übersetzt ist in der englischen Version, aber ich glaube, es ist opposite-minded oder different-minded. Und der Hinweis soll so viel heißen wie, wir müssen die Kombination umdrehen, das Gegenteil in die Scheiben eingeben, damit wir hier weiterkommen. Von daher, die Andersgesinnten kamen rein. Wie man davon auf das Rätselslösung kommen soll, ist mir ein bisschen schleierhaft. Naja, aber wir haben ja schon gemerkt, dass die deutsche Übersetzung in dem Spiel hier nicht immer das Gelbe vom Ei ist. Mittagssonne. Jeep. Oh, das ist... Manchmal ist das hier so ein bisschen scheiße, weil die Ringe hier am oberen Rand, die sind ziemlich eng gesetzt. So, das ist Vollmond, das heißt... Das ist jetzt die Mittagssonne. Genau, am Tag die Mittagssonne. Ne, der Neumond, während die Mittagssonne kommt, ist klar. Erfüllt den Vulkan. The mouth of the statue open. Kadaching und nun Horikalkum wie üblich in irgendwelche Statuemünder hineinschmeißen. Wobei diese Statue einfach nur an der Kette vor uns zieht, um die Tür zu öffnen. Edi, hättest du dich nicht mal kurz an diese Kette ranhängen können oder ist es wirklich so schwer? Ugh. Na gut. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mich während meiner Testaufnahme hiervon so dermaßen tierisch... Moment, speichern wir auf einen neuen Slot. So dermaßen tierisch abgefuckt hat. Sehr gut gespeichert, lieber Dr. Jones. Ich sollte nicht über das Nummernpad eingeben, sondern über die normale Tastatur. 08, so. Die oberste, die wichtigste Regel in diesem doofen Labyrinth lautet... Lasst nichts liegen. Und wenn man so doof ist und hier am Anfang direkt in der Luftschleuse, ich kann mal ganz kurz reingehen, dass ihr das seht, weil das hier ist das Labyrinth, wo wir gleich unterwegs sein werden. Hier ist die Luftschleuse, wo wir reinkommen. Wenn man hier... schöner Lichteffekt. Die drei Steinplatten liegen lässt, darf man den ganzen Weg hierhin wieder zurücklatschen, um sie holen zu kommen. Fand ich richtig nett.
Und das gilt nicht nur für die drei Steinscheiben, weil die sind ja wichtig, darauf könnte man noch kommen. Aber nein! Wir müssen auch die Leiter mitnehmen. Ohne die Leiter kommen wir später auch nicht weiter. Und nein, ich bin nicht heiter. Hahaha. Ugh. Wir müssen alles mitnehmen. Und das ist nicht nur dieser eine Punkt, wo das gilt mit den Steinen und der Leiter. Wir dürfen das später noch ein paar Mal machen. So, bevor uns jetzt die Wache erwischt, gehe ich einmal ganz kurz hier rein. Ich hoffe, ich kann sie so resetten, dass sie mal nicht herkommt. Ich erkläre es euch sofort. Lasst mich nur ein paar Mal hier den Raum betreten. Mit ganz viel Glück ist der Kerl gleich verschwunden. Ich versuche es noch zweimal. Na okay, dann gehe ich einfach hier mal in den langen Gang rein. Ich glaube, seine Patrouille geht nicht hier entlang. Das hier ist das Labyrinth. Oder ich glaube, der äußerste Ring von Atlantis. Denn wir haben ja herausgefunden, Atlantis ist in drei konzentrischen Kreisen aufgebaut. Und das hier bildet wahrscheinlich den äußersten der drei Ringe. Und hier... Ja, natürlich kommt der Soldat genau zu mir. Und steht, ach, weißt du was? Ich zeige euch jetzt, was hier abgeht. Komm! Halt! We don't like people who get in our way. Especially not the likes of you, Herr Jones. Werd ihr gleich zeigen, gegen was ich hier habe mit nicht mögen? We'll see about that. Wenn wir einem Soldaten in den Gängen begegnen, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir kloppen uns mit ihm, natürlich, oder wir könnten auch einfach abhauen. Ist zwar die Feiglingsmethode, aber manchmal doch recht sinnvoll. Vor allem, wenn man nicht ganz so geübt ist in puncto Faustkampf. Weil die hier sind, sagen wir mal, durchschnittlich stark. My thought exactly. Ich glaube, ich muss mir minimal Mühe geben. Na, es ist, ich hab gerade ein paar gute Schläge drauf. Uppala. Na, komm schon. Na, geht doch. Looks like he's got some rations. Wenigstens habe ich jetzt schon mal die Bratwurst gefunden. Ein essentielles Item in diesem Areal, die Bratwurst. Die finden wir immer bei irgendeinem Soldaten. Ich glaube sogar immer beim ersten Soldaten. Und ansonsten haben die... He's unconscious. Nix dabei, glaube ich. Ne, gut, gehen wir wieder in die Halle zurück, damit ich endlich mal weiterreden kann. Denn nun hat der Kerl erstmal aufgehört zu patrouillieren, jetzt wo er ohnmächtig ist. Das Labyrinth besteht jetzt aus diesem riesigen äußeren Ring, was in vier Teile aufgeteilt ist von den Bildschirmzonen her. Das heißt, wenn ich hier unten durch Halle oder hier rechts durch Halle weitergehe, dann kommen wir in das nächste Viertel hinein. Das Problem ist jetzt folgendes. Die Räume, die sich in diesem Labyrinth befinden, die werden hier immer in diesen leicht vergrauten Zonen hier dargestellt und mit einem Fragezeichen markiert, wenn dort irgendetwas ist. Wenn ich einen Raum betrete, in dem sich nichts Wichtiges befindet, heißt das Ding einfach nur Raum. Wenn ich einen wichtigen Raum finden sollte, wie zum Beispiel, nehmen wir mal hier dieses Gebröckel auf der Karte. Hier ist leider nichts, das muss ich jetzt dazu sagen, aber wenn ich jetzt wieder rausgehe und der Nazi ist natürlich wieder da, dann heißt das Ding hier Untergrund zum Beispiel, dann ist es ein Raum, wo vielleicht etwas Wichtiges sein könnte. Und da diese Räume bei jedem neuen Durchgang zufallsplatziert werden, soweit ich das in der Komplettlösung gelesen habe, kann ich jetzt schlecht irgendwie sagen, Leute, wir gehen jetzt erstmal dahin und dann finde ich das dort und so weiter. Ich werde es erstmal selbst wieder ein wenig erkunden müssen und hoffen, dass die Räume nicht allzu weit voneinander entfernt liegen. Aber ich glaube, ich habe Glück und die Räume werden jedes Mal pro neuem Speicherstand oder neuem Spiel angelegt, denn dieser hier ist identisch mit meiner Testaufnahme. Das heißt, ich habe grob eine Ahnung, wo was sein könnte. Das ist der große Maschinenraum. Den werden wir später nochmal besuchen. Momentan können wir hier leider nichts machen, denn wie es der Zufall so fehlt, der Zufall ist sehr abwesend gerade, wie der Zufall es so will, fehlt hier oben ein Zahnrad. Nämlich ein Rad mit Speichen, was hier drüben zu finden ist, aber hier leider nicht. It's a bronze wheel. Genau. Solange wir dieses, eine zweite Version von diesem Zahnrad nicht haben, können wir hier nichts anfangen mit dieser Maschine. Den Zweck erkläre ich euch einfach gleich mal, wenn ich das Zahnrad habe, weil vorher möchte ich eigentlich so die logische Reihenfolge dieser ganzen Räume mal ein bisschen innehalten. Es wäre jetzt blöd, wenn ich direkt zum letzten Raum gehe und euch erkläre, ja, wir kommen da nachher so und so rein und ich habe noch gar keine Items dafür im Inventar. Das wäre leicht doof. Der Raum ist unwichtig. Gehen wir mal wieder zurück, wir haben hier noch einen. Ja, hier können wir was machen. Es gibt in mehreren Räumen, die zwar unwichtig markiert sind, trotzdem immer noch solche Gitter manchmal. Durch die kann der gute Doktor durchkriechen
Und entweder, so wie hier, sie führen uns in einen anderen Raum, der sich irgendwo im Labyrinth befindet. Ich gehe jetzt nochmal zurück, damit wir die Übersicht behalten. Oder, falls ich gleich noch ein Gitter finde, was in einen anderen Raum führt, nämlich einen spezifischen Raum, kann ich euch das auch nochmal zeigen. Ich glaube... Ja, er ist gerade hier, von daher gehe ich jetzt einmal kurz zurück in den hier, weil ich meine, hier in diesem großen Raum war auch noch ein Gitter. Das habe ich ja eben ignoriert, als ich einfach nur versucht habe, die Wache zu resetten. Genau, das habe ich noch gar nicht erklärt. Wenn man einen Raum betritt, ihr seht jetzt gerade, er ist hier rechts unten. Und wenn man wieder rausgeht, dann wird die Position der Wache neu meistens zumindest neu gesetzt. Okay, war wohl jetzt gerade Pech. Moment. Na, jetzt ist er... Ja, jetzt ist er da oben. Das seht ihr. Deswegen, wenn man die Leute umgehen will und nicht unbedingt mit dem Sucker Punch arbeiten möchte, dann kann man auch einfach Räume betreten, um ihnen dadurch ein bisschen zu entgehen. Werde ich jetzt nicht mehr ausnutzen, weil sobald ich eine Wache einmal besiegt habe, bekomme ich die Punkte dafür. Die 5 Punkte, glaube ich, war das insgesamt. Und danach kann ich es einfach mit einem Sucker Punch dann niederhauen. Und das stört mich nicht wirklich. Nazis mit einem Sucker Punch niederzuhauen, finde ich sehr angenehm. Ah, sehr gut. Der Raum ist wichtig. Zum Glück bin ich wieder hergekommen, weil hier finden wir eine Aalfigur. It looks just like that eel statue in Iceland. Und sie hat genau denselben Zweck wie die aus Island. Erinnert sich noch wer, was das Ding macht? Wenn wir da eine Urikalkum-Perle reinpacken, dann erhitzt sich das Ding. So eine Art Hitzespirale. Irgendwie sowas in der Art, wie bei einer Glühbirne vielleicht. Nur ohne den Lichteffekt. Und das Ding brauchen wir später dringendst. Von daher ist es sehr gut, dass ich das Feld schon gefunden habe. Er ist gerade da unten. Dann gehen wir doch mal schnell dort rechts oben lang. Tut euch selbst einen Gefallen und nehmt auf jeden Fall diese blöden Steine und die Leiter am Anfang mit. Das war der Grund, warum ich meine Testaufnahme abgebrochen habe. Also ich habe das Spiel jetzt noch nicht fertig gespielt. Ich habe zwar aufgenommen, beziehungsweise ich habe geguckt, wie es sich hier so alles abgeht, aber ich habe es nicht fertig gespielt bis jetzt. Und das nur, weil ich am Anfang erst die Leiter und danach nochmal die drei Steine vergessen hatte. Ich musste dreimal zum Eingang zurücklaufen. Es war nicht angenehm. Es hat mich tierisch aufgeregt. Einfach nur, weil ich so dämlich war. So, okay, das ist noch ein ganz anderer Raum. Das werde ich jetzt nicht ausnutzen. Diese Gitter, die zwei unwichtige Räume miteinander verbinden, sind eigentlich nur dafür da, um abzukürzen. Das heißt, theoretisch könnte ich, wenn ich den Raum hier oben benutze, theoretisch hier unten wieder rauskommen. Nee, Moment mal, ich muss was testen. Ganz vergessen. Es gibt ein kleines Problem bei der ganzen Sache. Jetzt muss ich mal wirklich gucken, wohin mich dieses Gitter führt. Denn wenn ich das nicht tue, beiße ich mich im Endeffekt selbst in den Arsch. Nee, okay, dann kommen wir hier raus. Gehen wir nochmal zurück. Das dauert jetzt leider einen kleinen Moment, Leute. Da müsst ihr Geduld haben, weil dieser Teil des Spiels ist zwar... Ich finde ihn wirklich gut, also dafür, dass wir jetzt in Atlantis angekommen sind, wir haben praktisch gar keine Hinweise mehr und müssen jetzt unseren Weg hier durchfinden, ohne irgendwelche Hilfsmittel. Finde ich das sehr mysteriös und auch das Design hier drin. Ein bisschen leer für meinen Geschmack, die Räume, aber trotzdem immer noch schön kryptisch und mysteriös habe ich schon gesagt. Sekunde, ich bleib mal kurz hier, soll er halt um mich zukommen, wenn er was von mir will. Es geht um dieses Areal hier unten, was ihr hier seht. Hier befinden sich nämlich zwei Räume, zweimal Fragezeichen, und wie unschwer zu erkennen ist, ist dieses Areal hier durch eine Wand abgeschottet. Wir kommen da nicht rein, sofern wir nicht einen Raum finden, wo ein Gitter drin ist, was uns in einen dieser beiden Räume hinführt. Das heißt, ich muss jetzt doch nochmal jedes Gitter ausprobieren, damit ich da mal reinkomme, weil natürlich einer dieser beiden Räume ist wichtig. Oder zumindest denke ich, er ist wichtig, weil er war es während meines Testspielens. Ach komm, Soldat, geh weg da. Ich möchte jetzt nicht kämpfen. Dankeschön.